Herzlichen Dank. Herzlichen Dank in Ihrem Studio und auch einen schönen Abend in Ihrem Zuhause. Ja, willkommen. Vielen Dank. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr, sehr herzlich einen Mann begrüßen, der, und das darf ich an dieser Stelle mal ausnahmsweise verraten, vor wenigen Wochen so alt geworden ist wie Jopi Heesters, als er in die Pubertät kam, nämlich 89, wozu wir sehr, sehr herzlich gratulieren. Der Hinweis auf das Alter kommt nicht von ungefähr. Dieser Mann überblickt einen enormen Zeitraum, und zwar mit hochaktuellem Bezug ins Hier und Heute, wie Sie gleich hören werden. 1928 geboren, hat er miterlebt, wie die Nazis seinen Vater wegen dessen sozialdemokratischer Überzeugung ins KZ steckten, was dazu führte, dass die Familie 35 vor den Nazis nach Ankara floh. Das hat mich, sagt er, sehr geprägt. Ich bin unter Türken aufgewachsen und ich habe mich in der Türkei das erste Mal so richtig verliebt. Nach der Rückkehr wurde sein Vater dann Bürgermeister von Berlin, der legendäre Ernst Reuter. Er schaffte es bis in die Top-Loge der deutschen Wirtschaft als Chef von Daimler. Die Türkei bezeichnet er bis heute als seine zweite Heimat. Und die Frage ist, was denkt er heute über diese Heimat? Herzlich willkommen, Edzard Reuter. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, unruhige Zeiten. Unruhige Zeiten und nirgendwo Halt. Und da ist es gut, ihn heute hier bei uns zu haben. Ein Mann, der der Politik hier bei uns in der Sendung schon mehrmals Angststillstand vorgeworfen hat. Und der sagt, ich habe die Visionslosigkeit von Angela Merkel immer als großes Problem gesehen. Sie ist die erste Kanzlerin, die nur Kanzlerin ist, um es zu sein. Was er damit meint, wurde mir klar, als ich vor kurzem über einen Text gestolpert bin, in dem er ein Bild von der Zukunft Deutschlands malt. Es ist unglaublich packend und faszinierend, wie er das tut. Und Sie werden gleich merken, das geht uns alle ganz konkret an. Aber ich muss auch zugeben, es ist irritierend und vielleicht sogar verstörend. Denn wir stehen, so sagte er, vor einem radikalen Umbau unserer Gesellschaft. Die Uni Oxford sagt, jeden zweiten Job wird es so in den nächsten 20, 25 Jahren nicht mehr geben. Er sagt, das stimmt. Das ist aber auch eine Riesenchance. Herzlich willkommen, Richard David Precht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Spannend. Ja, neues radikales Denken, das bringt uns direkt zu dieser Frau. Einer Frau, die, wenn alles gut läuft, schon sehr bald in die Zukunft reisen wird. Sie will nämlich die erste deutsche Frau im All werden. Und sie ist eine von nur drei Frauen, die einen Kampfjet, nämlich den Eurofighter, fliegt. Dieses Arbeitsgerät hat 74.000 PS. Manchmal fliegt sie mit diesem Wahnsinnsvogel von Köln nach München in nur 20 Minuten, für uns alle noch Zukunftsmusik. Um dann wieder nach Hause nach Köln zu kommen, fährt sie dann mit der Deutschen Bahn. Das ist dann zurück in die Zukunft, dauert nämlich 7 Stunden. Wenn ich ins All fliegen sollte und etwas schief geht, hat sie mal gesagt, dann bitte erst auf dem Rückweg. Ich will das da oben wenigstens einmal gesehen haben. Kleiner Hinweis am Rande, diese Frau, die unbedingt ins All geschossen werden möchte, hat Höhenangst und steht nicht gerne auf Leitern. Herzlich willkommen, Nicola Baumann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, und apropos Weltall, dieser Mann war tatsächlich selbst mal dabei bei einem Raketenstart in Florida. Und er beschreibt das in seinem letzten Buch so gut, wie nur er das kann. Er ist kein Journalist, er ist kein Reporter. Für mich ist er ein Reiseschriftsteller, der an einer Stelle über das Leben schreibt, Leben soll wie eine Droge sein. Aber bei vielen hört sie irgendwann mal auf zu wirken. Und dann erdrosseln sie eine Sehnsucht nach der anderen. Dass er selber so hungrig wurde nach diesem Leben, hat damit zu tun, dass sein eigenes so katastrophal begann. Er hat darüber vor Jahren einen grandiosen Bestseller geschrieben, in dem er sein Aufwachsen in Altötting beschreibt. Mit einer Mutter, die nur von einer Hebamme daran gehindert wurde, ihn kurz nach der Geburt zu ersticken. Und mit einem Vater, der ihn halbtot geprügelt hat. Damals hat er, der Meister der Worte, gelernt, dass Worte im Leben nicht zählen, sondern nur Taten. Und er zitiert dazu Gerd Müller, den großen Fußballer, mit einem wunderbaren Satz, der da lautet: Alles, was man im Leben sagt, ist scheißegal. Ich finde, das ist eine wunderbare Arbeitsgrundlage für eine Talkshow. Herzlich willkommen, Andreas Altmann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Also, lass uns direkt rein. Es gibt viel zu besprechen.
Herzlich willkommen nochmal Ihnen, Herr Reuter. Mit welchen Gedanken, Herr Reuter, schauen Sie gerade auf die Entwicklung in der Türkei und auch auf dieses jetzt schwierige Verhältnis plötzlich Deutschland-Türkei? Oh Gott, ich habe tatsächlich gedacht, ich gehe in eine angenehme Talkshow heute Abend. Und jetzt soll ich zu diesem schlimmen Thema etwas sagen. Denn wer kann heute daran vorbeischauen, dass in der Türkei sich eine Entwicklung abspielt, die nicht nur für in der Türkei und für die türkischen Menschen selber, sondern für uns alle außerordentlich besorgniserregend, sorgenvoll ist. Denn es ist eine Entwicklung, die natürlich auch in die europäische Zukunft mitten hereinspielt. Und das kann man einfach nicht an sich vorbeigehen lassen. Selbst wenn man, was man auch nicht darf, die Erscheinungsformen, die wir heute bei uns im Hinterhof oder im Vorderhof unseres eigenen Landes erleben, die roten Fahnen, die gewinkt werden, die jubelnd Beifall klatschen, selbst wenn es darum geht, die Todesstrafe wieder einzuführen. Das sind natürlich alles Entwicklungen. Sie meinen, wenn türkische Politiker in Deutschland von Deutsch-Türken sprechen, das ist ja der Fall, genau das bejubelt, haben ja schon welche ganz offen und direkt gesagt. Eine besorgniserregende Geschichte. Aber viel schlimmer, und Sie haben zu Recht gesagt, die Türkei ist meine zweite Heimat. Noch viel stärker geht es mir nahe, was in der Türkei selber mit den Menschen geschieht. Denn das ist ein Land, das sich seit 1923, seit die Revolution von Kemal Atatürk angefangen hat, eigentlich auf den Weg nach Westen gemacht hat, auf den Weg zu westlichen Werten gemacht hat. Das ist bei weitem nicht eine perfekte Demokratie geworden, aber man hat sich auf den Weg dorthin gemacht. Und all das mit dem Fortschritt von Bildung, die sich verbreitet hat, mit dem Fortschritt von Wohlstand, der sich übrigens auch unter der derzeitigen Regierung verbreitet hat, all das wird jetzt in Frage gestellt, dass sich plötzlich ein Land aussondern will aus der Entwicklung zu Freiheit, zu Menschenwürde, zu Menschenrechten, zu Unabhängigkeit der Justiz, zu Pressefreiheit und all dem. Und das all den Dingen, die uns wichtig sind und wichtig sein sollten. Was ist denn Ihre Erklärung dafür? Wie konnte das passieren? Es ist eine relativ einfache Erklärung. Nach einer langen Phase des chaotischen politischen Systems, was sich entwickelt hat, wo Wirtschaftliches bergab ging, kam plötzlich eine Regierung an die Macht, die das Land vorangebracht hat. Viele von uns haben damals vor 10, 15 Jahren, als diese Regierung AKP oder Erdogan an die Regierung gekommen ist, gewarnt davor, das sind Islamisten. Das waren zum Schluss gewiss, die haben nie geleugnet, dass sie eine Überzeugung haben von Religiosität und allem. Aber die haben sich auf den Weg gemacht und Wohlstand geschaffen, Ordnung geschaffen, in Anführungsstrichen Ordnung geschaffen. Es ging nämlich wirklich bergauf. Zu Anfang sogar bergauf mit Freiheiten für das Land, mit Pressefreiheit, mit Verbreiteter. Diese Entwicklung hat natürlich dazu geführt, dass viele Menschen, und erinnern Sie sich mal daran, wie das bei uns selber gewesen ist, als Wohlstand in das Land gekommen ist, ist auch eine Ära einer stabilen, sogenannten bürgerlichen Entwicklung passiert, bürgerliche Parteien. So ist das dieser Partei zugute gekommen, dass es bergauf ging. Das Land Anatolien ist plötzlich aufgeforstet worden. Es hat eine Infrastruktur, die perfekt ist. In den Städten ist gebaut worden und. Da waren die Leute zufrieden mit. Und jetzt ist auf dem Hintergrund der allgemeinen Wirtschaft, der allgemeinen politischen Entwicklung, ist plötzlich eine Situation eingetreten, wo offensichtlich der Anführer dieser Partei das Gefühl gehabt hat, es könnte ja auch sein, dass es eine politische Wende mal geben könnte, und das will ich verhindern. Ich will an der Macht bleiben. Es ist Machtbedürfnis. Eine durchaus verbreitetes menschliches Bedürfnis, Machtbedürfnis. Das ist aber jetzt über alle Grenzen der demokratischen Bremse hinaus gedacht. Und jetzt wird ein Referendum über eine Verfassungsänderung gefragt, die eindeutig eine nicht mehr demokratisch tragfähige. Manche sagen Diktatur, manche sagen despotische Züge, wie auch immer. Und der Konflikt, Richard David Precht,
wird ja längst und mittlerweile auch in unserem Land ausgetragen. Und um diese etwa 1,4 Millionen Wahlberechtigten hier in diesem Land, also türkischen Mitbürger, um die wird erbittert gestritten. Und es geht um die Frage, sollten türkische Politiker hier sprechen dürfen? Was ist denn Ihre Meinung ganz allgemein gefragt dazu? Naja, also ganz grundsätzlich sollten türkische Politiker hier genauso sprechen dürfen wie serbische oder vietnamesische Politiker. Nur, dass die Türken unglaublich reichhaltig davon Gebrauch machen, im Gegensatz zu allen anderen Menschen, die wir aus anderen Ländern bei uns in der Welt haben. Und das ist eigentlich eher eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also, dass man sich irgendwann die Frage stellt, ich meine, es kostet den deutschen Steuerzahler auch sehr viel Geld, die Polizeieinsätze, die müssen ja geschützt werden, die Lager müssen auseinandergehalten werden, das kostet zum Teil Millionenbeträge. Und dann muss man sich wirklich fragen, muss man das in dieser plakativen Größe bei uns stattfinden lassen? Das ist aber nicht, dass ich grundsätzlich dagegen bin, dass türkische Politiker bei uns sprechen, sondern das ist inzwischen so ein bisschen eine schräge Passion geworden, ja, eine Kundgebung größer als die andere zu machen. Von türkischer Seite, meinen Sie? Von türkischer Seite. Und können Sie verstehen, dass Menschen sagen, die hier in diesem Land leben, wir wollen das so nicht. Wir wollen nicht, dass diese Konflikte hier ausgetragen werden. Wir wollen vor allen Dingen nicht, dass mit dem Hintergedanken, dort etwas zu errichten, von dem, wie gesagt, die einen sagen, das könnte tatsächlich auf eine Diktatur hinauslaufen, die Meinungsfreiheit hier genutzt wird. Ja, schön ist es nicht. Aber wir unterscheiden uns ja gegenüber despotischen Regimen dadurch, dass wir sowas prinzipiell zulassen. Und deswegen sollten wir auch nicht sagen, das machen wir prinzipiell gar nicht mehr. Aber in der Tat kann ich Menschen verstehen, die sich darüber ärgern. Und ich kann auch verstehen, dass die Lage besonders ärgerlich ist, wenn jemand für sich in Deutschland Werbung macht, der sein Land immer weiter von der Demokratie wegführt, so wie Herr Reuter das gerade beschlossen hat. Das ist natürlich genau der Punkt. Ist es wirklich, ich bin kein Verfassungsrechtler, ich will mich auch nicht auf diese Diskussion einlassen, aber es ist natürlich die Frage, gehört das wirklich zu einer freiheitlichen Demokratie, zum Rederecht dazu, dass man hingeht und propagiert etwas, was Unterdrückung und Diktatur ist. Geht wirklich unsere Freiheitsrechte so weit, dass wir das zulassen? Ich meine, um sich das mal auf der Zunge... Ich hätte da gewisse Zweifel, aber okay, das Argument ist richtig. Verfassungsrechtlich würde ich das anders sehen. Also wir haben natürlich bei uns den Tatbestand der Volksverhetzung. Der gilt aber nicht für ausländische Politiker, den sie bei uns machen. Also das würde ich sagen. Aber ich stehe jetzt am Ende da, wie jemand, der das großartig findet. Ja, da werde ich in die falsche Rolle gedrückt. Also ich finde es problematisch und ich finde es vor allen Dingen unverhältnismäßig. Ja, ja. Also da sind wir doch völlig einig. Aber ich mag das gerne, wenn Sie beide nicht einer Meinung sind. Das finde ich durchaus gut. Wir sind uns im Prinzip ja völlig, ich habe ja gesagt, ich bin kein Verfassungsrechtler. Nein, aber die Frage ist doch, Herr Reuter. Beim Flug hierher in der Zeitung die Stellungnahme von zwei maßgeblichen deutschen Verfassungsrechtlern gesehen, die genau das sagen, was ich behauptet habe. Also lassen Sie es beiseite. Wir sind uns in der Wertung doch völlig einig, dass das im Grunde genommen nicht hierher gehört. Es gehört nicht hierher, eine Auseinandersetzung zu führen, die, ich habe es vorhin gesagt, mit einem Meer von roten Fahnen, mit einer Selbstbegeisterung getrieben wird. Ja, und dann auch tatsächlich... Die schon nicht mehr Rationalität hat. Und mit Demokratie, Jubel, wenn da oben einer steht, in Deutschland, auf einer Bühne oben steht und sagt, wir fordern die Todesstrafe und unten wird geklatscht. Ja, und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das viele Menschen befremdlich finden, dass die das auch irritiert. Herr Brecht, Sie sind in Solingen aufgewachsen. Leben viele Deutsch-Türken leben auch in Solingen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie Freunde hatten in Ihrer Kindheit, die einen migrations- oder türkischen Hintergrund hatten. Trotzdem die Frage an Sie, wie erklären Sie sich das, diese Begeisterung speziell türkischer Mitbürger, Deutsch-Türken, dritter Generation, die eigentlich die Türkei nur aus dem Urlaub und vom Hörensagen kennen, die Begeisterung für einen türkischen Präsidenten, deren Bundeskanzlerin aber Angela Merkel heißt? Also, als ich in der Grundschule war, war so ungefähr in jeder Klasse ein Türke und ein Italiener. Das fing gerade so an, das waren halt die erste Gastarbeitergeneration, die da kamen, die waren bettelarm. Hatten manchmal nur ein oder zwei Pullover, mit denen sie in die Schule gehen konnten und kamen wahrscheinlich aus dem finstersten Anatolien. Und die Eltern dieser Kinder leben immer noch in Deutschland und die kommen aus einem, aus einem Hungerland, aus dem sie damals weggegangen sind, ins reiche Deutschland. Und die sehen, und das hat Herr Reuter gerade sehr schön erklärt, diesen unglaublichen wirtschaftlichen Erfolg der Türkei. Die haben plötzlich einen starken Mann, unter dem das Land aufblüht. Und da sind sie ganz, ganz begeistert davon, dass sie jetzt nicht mehr die Parias sind, sondern dass sie Teil einer stolzen Nation sind. Immerhin eine gedemütigte Großmacht. Das Osmanische Reich war mal eine Großmacht. Und gedemütigte Großmächte sind gefährlich. Deutschland war nach dem Ersten Weltkrieg
wirklich auch eine gedemütigte Großmacht, ja, und war danach das gefährlichste Land der Welt. Und das darf man alles nicht übersehen. Und deswegen verstehe ich, dass Leute, die hier mal ohne Bildung hingekommen sind und die jetzt sehen, wie aus ihrem Land plötzlich tatsächlich wieder eine Großmacht möglicherweise wird, davon begeistert sind. Das kann ich nachvollziehen. Das heißt nicht, dass ich irgendwelche Sympathien für Erdogan habe. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Aber ich verstehe, was in den Köpfen einfacher Menschen in dieser Situation vor sich geht. Dieser Generation, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber was ist mit der dritten Generation beispielsweise? Mit Menschen, die hier sozialisiert worden sind, die hier aufgewachsen sind, die doch auch diesen westlichen Lebensstil teilweise gelebt haben. Und wo du jetzt siehst, das geht alles zurück. Plötzlich ziehen die sich ein Kopftuch auf. Das muss nicht unbedingt die Mehrheit sein. Das sind aber Dinge, die man sieht. Und das ist auch eine solche Menge von Menschen, dass man nicht sagen kann, das ist zu vernachlässigen, sondern da gibt es eine eindeutige konservative Tendenz. Gibt es, aber die Mehrheit der Unterstützer von Erdogan kommen aus den ländlichen Regionen. Die befinden sich nicht in Istanbul und die Anzahl der Frauen, die Erdogan toll finden, die gibt es, ist aber die Minderheit. Und gerade wenn Sie mit jungen Türken in Deutschland oder sowas reden, finden Sie nicht so viele Erdogan-Fans. Und insgesamt ist eher eine Generationenfrage. Tendenziell sind es eher die Älteren, die dafür sind und die Ungebildeteren. Und man kann sagen, je gebildeter und je jünger, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie keine Erdogan-Fans sind. Herr Reuter. Es ist völlig richtig, was Herr Precht eben gesagt hat. Es spielt dabei eine merkwürdige, aber uns Deutschen nicht fremde Reminiszenz an frühere Zeiten, nämlich die Existenz des Osmanischen Reiches. Gar nicht mal so sehr, was das ein Sultanatenkalifat oder weiß der Teufel, was alles war, sondern wir waren mal wer. Mhm. Und wir sind im Grunde genommen zurückgesetzt worden. Wir sind gedemütigt worden im Verlauf der Geschichte. Und jetzt kommen wir wieder mit einem solchen Führer. Ich wiederhole noch mal, eine Entwicklung, die uns Deutschen nicht so ganz fremd sein sollte, wenn wir an die 20er Jahre beispielsweise zurückdenken. Wo wir gerade dabei sind, Herr Reuter, Ihre eigene Geschichte, wie sehr hat Sie das geprägt? Sie haben es eben schon gesagt, die Stimmungslage in der Türkei erinnert. Und Sie sind einer der ganz wenigen, bei dem ich das hier in dieser Sendung auch akzeptiere, wenn man diesen Vergleich anstellt, der sagt, an die Anfangslage der Nazi-Jahre in Deutschland. Ansonsten finde ich das immer unzulässig, so mit dieser Nazi-Keule zu kommen und ständig zu sagen, es sind Nationalsozialisten, die mittlerweile hier am Werk sind. Weil man ein für alle Mal klären muss, dass Nationalsozialismus etwas war, etwas Schreckliches, Einmaliges, was hoffentlich nie wieder passiert. Deswegen wiederhole ich noch mal, was ich präzise gesagt habe. Ja. Ich habe gesagt, die Situation in der Türkei, die ich selber erlebt habe, erinnert mich an die erste Entwicklung in der Nazi-Zeit. Ich habe nicht gesagt, dass das dasselbe ist und nicht dasselbe Ende nehmen wird. Um Gottes Willen. Liegt mir völlig fern. Ich habe von der Atmosphäre geredet, die im Augenblick die türkische Diskussion, die innertürkische Diskussion beeinflusst. Und vorhin schon mal erwähnt, viel stärker eine Rolle spielt als das, was wir hier bei uns zurzeit erleben. Die Auseinandersetzung von Menschen, die durchaus wissen, dass die Türkei auf dem richtigen Weg zu westlichen Wertvorstellungen war und jetzt kapieren, dass dieser Weg abgeschnitten wird, geändert wird, die aber in einer Situation sind, wo sie einfach keine Möglichkeit, kein Vehikel, keine Möglichkeit, sich auszudrücken, sich mehr haben. Es gibt keine im Grunde genommen funktionsfähigen Oppositionsparteien in der Türkei. Formal gibt es die, aber sie sind nicht existent in dem Sinne. Das heißt, es gibt keine Hülse, in die man reingehen kann und seine Meinung äußern kann. Die Menschen gucken sich gegenseitig an, wenn sie sich unterhalten, und drehen ihren Kopf um und gucken, hört da einer mit? Genau. Und schon halten sie den Mund. Und die Frage ist, wenn Sie mit den Leuten dann reden und sagen, warum macht ihr denn nichts? Kommt die Antwort, was sollen wir denn machen? Wir sind doch hilflos gegenüber dieser Situation. Und das habe ich gemeint mit das, was ich mich erinnert an den Beginn der Nazizeit. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Wie ist Ihr Vater in das Fadenkreuz der Nazis gekommen? Naja, ganz einfach. Mein Vater war Oberbürgermeister von Magdeburg und ist ganz schnell nach 1933 abgeholt worden. Es nannte sich damals Schutzhaft der Polizei, bevor er dann in KZ gesteckt wurde. Das war die erste Zeit. Der Vater war weg. Das hat ein Kind, ich war damals 5 Jahre alt, aber das hat ein Kind natürlich wahrgenommen. Was bedeutet, wenn der Vater plötzlich verschwindet? Und das Kind spürt natürlich auch, wie die Reaktion der Mutter ist darauf. Das sind
diese Entwicklung, und die haben dann natürlich noch anderthalb Jahre weitergegangen. Hat Ihre Mutter offen mit Ihnen darüber geredet? Natürlich. Meine Eltern haben von Anfang an, meine Mutter auch, immer offen mit mir über diese Dinge geredet. Natürlich in der Sprache, wie ein Kind sie verstehen kann. Das ist ja wieder was anderes. Ich kann ja nicht erklären, was, und sie wusste es ja damals auch noch nicht selber, was wirklich die Auswirkung dieser Entstehung der Gestapo ist, wenn Konzentrationslager damals errichtet werden. Wir erinnern uns heute an Konzentrationslager immer unter der Überschrift, mehr oder minder, es war das Ende des Holocaust. Das war der erste Schritt zur Errichtung der Konzentrationslager, wurde damals schon getan. Die ganzen Lehren, die herausgezogen wurden, nachher für bis Buchenwald und alles, genau. Das war damals schon. Das war sozusagen der Beginn der Vernichtungslager, die sie dann später wurden. Das war der Beginn dieser ganzen Entwicklung. Ja, von der Vernichtung war natürlich damals noch nicht keine Rede. Aber sie wurde praktiziert. Sie wurde ja effektiv und nun auch durchgeführt. Es sind ja genügend Leute, die durch Selbstmord oder sonst in diesen jungen Konzentrationslager umgekommen sind. Ossietzky und ich weiß nicht, wer alles. Also bitte, das habe ich natürlich mitgekriegt. Aber ich wiederhole auch das. Es war damals diese Atmosphäre, die spürbar war. Es ist ja nicht so gewesen, dass die, nebenbei gesagt, auch wie die Wahlen ausgegangen sind, noch im Frühjahr 1933, ist das ja nicht so gewesen, dass die Nazis eine rauschende Mehrheit gehabt haben, sondern es war ja nicht so, dass alle Deutschen plötzlich begeisterte Nazis waren und Hitler-Anhänger waren vom ersten Tag an. Es hat sich entwickelt. Und das ist das, was mich wirklich mit Sorge, ja mit Furcht erfüllt. Denn wenn ich mir vorstelle, wie viel junge Leute es in der Türkei gibt, wie viele mittelältere, auch ältere Menschen es in der Türkei gibt, die ihr ganzes Leben verbringen damit, sich gut auszubilden, die träumen von Freiheit, von Pressefreiheit und allem, was dazu gehört, dass die unterdrückt werden könnten. Als Ihr Vater nach anderthalb Jahren, sagten Sie, als der plötzlich wieder zu Hause war, was hat er Ihnen erzählt? Hat er überhaupt darüber gesprochen? Sie werden lachen, mein Vater hat mir persönlich nie von seinen Erlebnissen im KZ erzählt. Nicht ein einziges Mal. Ich habe das erst nach seinem Tod erfahren, was ihm dort alles angetan war. Meine Mutter wusste das, aber sie haben es mir nicht erzählt. Wohl offensichtlich der Meinung, man sollte ein Kind mit sowas nicht belasten. Und das waren also wirklich alles andere als schöne Sachen, die ich hier nicht ausbreiten will. Schreckliche Erfahrung. Wir reden über Folter und all die Dinge. Ja, ja, natürlich. Demütigung, alles, was dazugehört. Diese Demütigung, Sie haben mal gesagt, es war damals dieses bewusste Erleben einer Demütigung durch eine fremde Staatsgewalt, die für ein Kind kaum vorstellbar war. Gut. Sehen Sie, das ist auch so ein winziges Erlebnis, weil es heute jedem Kind genauso passieren kann und trotzdem nicht den gleichen Hintergrund hat und deswegen auch nicht die gleiche Wirkung. Ich erinnere mich noch heute daran, im Frühjahr 33 stand diese neue Wahl an und ich bin da auf der Straße rumgetollt mit anderen Kindern zusammen. Wir sind rumgerannt, ich habe im Vorbeirennen an irgendeiner Holzwand ein Stück Papier, was abstand, mitgenommen und das abgerissen. Bin zu Hause, 10 Minuten später klingelt's. Steht ein Polizist vor der Tür und sagt meiner Mutter, holen Sie mal Ihren Sohn. Jetzt ist natürlich, also ein Polizist war damals für ein Kind eine absolute Respektsperson. Ob es heute noch so ist, immer noch weiß so. Ich nicht. Ja. Weiß, ob es für Sie so war. Unbedingt, ja. Ja? Unbedingt, so, ich ja, natürlich. Hoffe es. Gut, also jedenfalls salutierte der und sagte, Frau Reuter, ich mache Sie darauf aufmerksam, Ihr Sohn hat eben ein Wahlplakat der NSDAP abgerissen. Das ist eine gezielte Aktion, ich verwarne Sie. Sorgen Sie dafür, dass das nie wieder passiert. Sowas, ich wiederhole, heutzutage kann jedem Kind das passieren. Aber das bleibt, ist ein Erlebnis, was bis heute in mir sitzt. Ich kann das heute noch genau nachvollziehen. Die Atmosphäre, die Sie da gerade beschrieben haben. Das sind diese Dinge, wenn Kinder das erleben, ich hoffe, es wird in der Türkei nie den Kindern passieren. Als Sie eingeschult worden sind, Herr Reuter, wie war das bei der Einschulung als Sohn dieses sozialdemokratischen Politikers und Bürgermeisters? Wie war das bei der Einschulung? Wie hat man Sie da behandelt? Das war dann schon
1934, im Herbst 34, damals wurde man im Herbst eingeschult. Da bin ich natürlich mit meiner Mutter zusammen, mein Vater war nicht da, der war im KZ. Stolz wie ein Spanier mit einer Schultüte in die Schule gegangen, wie sich das gehörte. Mhm. Und kriegte als erstes Mal, als wir dann da in den Klassenraum geführt wurden, als erstes Mal einen Schock, weil sie da an der Rückwand hing Adolf Hitler als großes Bild. Und da wusste ich natürlich schon von meiner Mutter, dass Adolf Hitler ein böser Mensch ist, der meinen Vater weggeholt hatte. Das war schon ein Schock. Und dann wurde ich auch gleich in die letzte Reihe gesetzt, genau unter dieses Bild. Man hat Sie da hinten reingesetzt. Ja, das war, und das war ein, so ein richtiger Typ von, ja, heute würde man sagen, ein Nazi-Typ von Lehrer. Ein eiskalter Kerl mit schönem Scheitel und blonden Haaren. Ich weiß es heute noch. Und am ersten Schultag danach war die Schule zu Ende und der lässt mich kommen und sagt, du hast Nachsitzen, bleibst jetzt 2 Stunden hier nachsitzen. Ich hatte keine Ahnung warum und der hat es mir auch nicht erklärt, du hast Nachsitzen. Und ich weiß noch, wie ich heulend natürlich nach Hause gekommen bin, meiner Mutter das erzählt, weiß nicht, was gewesen ist, was da los ist und so. Auch das eine bewusste Demütigung eines Kindes. Das war etwas, was, naja, ich weiß nicht, was das in meinem ganzen anderen Leben bewirkt hat, für mein Leben bewirkt hat. Aber es sind Erfahrungen, die bei mir jedenfalls bewirkt haben, demütige nie einen anderen Menschen, der dir begegnet im Leben. Denn das ist die... Das ist die Das ist auch im, bis in den ganz privaten Bereich herein eine der schlimmsten Strafen, die man, oder Taten, die man anderen Menschen antun kann. Über Demütigung werden wir später auch bei Andreas Altmann noch eine ganze Menge hören, auch von der Art und Weise, wie man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Aber diese Art, ein Klima von Angst und Misstrauen zu erzeugen, das klingt alles sehr plausibel und ist sehr gut nachvollziehbar. Und es ist in der Tat etwas, was sich deckt mit vielem, was auch Türken erzählen, wenn man sie fragt, wie die Situation gerade zu Hause ist. Sie sind dann 35, um das einmal noch kurz anzureisen, mit Ihrer Familie. Sie sind nach Ankara. Wie haben Sie das dort erlebt? Was war das für eine Situation? Und was haben Sie dort gelernt? Waren, glaube ich, fast 10, wie lang, wie viele Jahre waren Sie? 11 Jahre. 11 Jahre, ne? Genau, 10, ja. 11 Jahre in Ankara. Ich habe eine Menge dort gelernt. Ich würde Ihnen heute sagen, ich habe dort gelernt, ein anständiger Mensch zu werden. Aber das würde ich nicht in so einer Talkshow wiederholen wollen. Nein, 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 nein. Es ist völlig klar. Ich hab, für mich war das ein Abenteuer als Kind in ein fremdes Land. Gut, für meine Eltern weniger. Ja, Sie sprechen die Sprache nicht? Für meine Mutter vor allem nicht. Das ist ja eine, in ein fremdes Land damals zu gehen. Man darf das aber nicht mit der heutigen Flüchtlingssituation bei uns vergleichen. Denn wir kamen, wir wurden ja willkommen geheißen dort. Wir waren ja gefragt, wir sollten ja dahin kommen. Mein Vater hat eine Aufgabe gekriegt. Und auch vom Äußeren her, es war, wir hatten gut Auskommen, wir haben eine Wohnung gehabt und alles, was dazugehört. Nein, aber für mich war es, dass vom ersten Tage an eigentlich, obwohl ich noch kein Wort Türkisch gesprochen habe, auf die Straße gehen, mit anderen Kindern zu kommunizieren, zusammenzukommen, mit Händen und Füßen zu reden und plötzlich auch eine andere Kultur kennenzulernen. Eine andere Kultur der Gastfreundschaft, des selbstverständlichen Aufnehmens von jemand, der fremd ist, der die Sprache noch nicht spricht, der Umarmung, wenn Sie wollen, der Wärme, des Gefühls der Wärme, was dort erzählt wird. Das ist natürlich auch etwas, was einen für sein ganzes Leben prägt, so eine Erfahrung, dass das geht, dass man zusammenkommen kann. Und dann waren Sie so freundlich, nachher zu, schon vorhin zu erzählen, natürlich gehört dann zum Werden eines jungen Heranwachsenden, dass er sich mal ordentlich verknallt. Und das ist natürlich auch eine türkische Freundin gewesen, die ich mich verknallt habe, die ich übrigens heute noch sehr gern habe, die in Ankara lebt. Sie haben noch Kontakt mit der ich mich zu ihr? Regelmäßig sehe, ja. Das heißt, Sie sind auch noch regelmäßig in der Türkei. Das heißt, Sie sind auch noch regelmäßig in der Türkei.
Regelmäßig ist übertrieben, aber in regelmäßigen Abständen ja. Also im Augenblick zum Beispiel ist eine der großen Aufgaben, die da bestehen, der Aufbau einer deutschen Universität in Istanbul. Der ist mitten im Gang und an dem hoffe ich ein bisschen mitwirken zu können. Das ist eine Riesensorge, was daraus wird. Ganz allgemein gefragt, Sie sind mit einem Satz zu zitieren, habe ich gefunden in einem älteren Interview, durch diese Konfrontation mit dem Ernst des Lebens sehr früh, wurde mein Sensorium für große gesellschaftliche Zusammenhänge regelrecht geschärft. Was haben Sie denn daraus gelernt für sich? Das ist in der Tat die Erfahrung, die ich natürlich auch durch den ständigen Kontakt mit meinen Eltern erfahren habe, die immer in diesem Land, in dieser Zeit gelebt haben, mit der Hoffnung, möglichst bald nach Deutschland zurückzukommen, wenn dieses Nazi-Regime zu Ende gegangen ist. Und das hat mich dazu geführt, auch mit meinen Eltern zusammen so schnell wie möglich zurückzukommen, obwohl die Türkei meine zweite Heimat war und geblieben ist. Aber dann natürlich mit der Herausforderung, nach Deutschland zurückzugehen. Wir müssen jetzt wieder daran helfen, ein neues Land aufzubauen, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Auf der Grundlage der, das kann ich nur erzählen, tradieren, der festen Überzeugung meiner Eltern, dass die Deutschen keine anderen Menschen sind als alle anderen Menschen in der Welt auch, die in Frieden und Wohlstand leben wollen und durchaus auch in der Lage sind, ein demokratisches System aufzubauen. Aber das musste nach diesem Scherbenhaufen neu aufgebaut werden. Und mit dieser Überzeugung bin ich nach Deutschland zurückgekommen, wohl wissend, dass in der Türkei selbst eine gewaltige gesellschaftliche Umwälzung im Gange war, von der Herr Precht vorhin erzählt hat, mit diesem Widerspruch von Metropolenentwicklung, wie in Istanbul insbesondere, und in Anatolien aufeinander. Also dieses Zusammenwachsen einer neuen Gesellschaft, das hatte ich natürlich schon richtig miterlebt, also, was das bedeutet. Wichtig finde ich und toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns einmal diese Geschichte zu erzählen, gerade in Zeiten wie diesen mal daran zu erinnern, dass es auch Türken waren, die Deutsche mit offenen Armen empfangen haben. Und ich habe neulich in einem Kommentar von Ulf Poschert, dem Chefredakteur der Welt, gelesen, der darauf hinwies, dass es im Türkischen das Wort heimatlos gibt, im Sprachgebrauch ganz offenbar. Anders geschrieben zwar, aber es ist genau dieses Wort mit genau dieser Bedeutung. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Und weil wir jetzt mit Richard David Precht sprechen wollen über diese großen Umwälzungen, die ja sehr wahrscheinlich auch eine Ursache dafür sind, dass Populisten, ist auch gerade so ein viel strapaziertes Wort, ich weiß auch eins, mit dem Sie gar nicht so viel anfangen können, weil Sie sagen, Populismus ist zu populistisch, um dieses Wort zu gebrauchen. Ja, wir leben in einer Welt, in der jeder jedem Populismus heute vorwirft. Ja, und deswegen würde ich sagen, jemandem Populismus vorzuwerfen, ist selber Populismus. Da können wir wahrscheinlich den ganzen Abend drüber reden. Ne? Aber das, was Menschen ja spüren und was dazu führt, dass eine große Verunsicherung plötzlich vorhanden ist, dass Leute das Gefühl haben, sie hängen zwischen Baum und Borke, wissen nicht mehr so richtig, was ist falsch. Da werfen sie speziell der Politik, und ich würde diesen Befund teilen, eine Konzeptionslosigkeit, eine Visionslosigkeit, wie wollen wir es nennen, vor, weil nicht klar ist, wohin die Reise geht. Naja, es ist vielleicht in einigen Zügen klar, wohin die Reise geht. Also der große Motor der augenblicklichen Entwicklung, nicht nur in westlichen Welten, letztlich mehr oder weniger global, ist der technische Fortschritt. Der technische Fortschritt ist der einzige Fortschritt in der Geschichte der Menschheit, der unwiederbringlich ist. Jeden anderen Fortschritt, politischen Fortschritt, moralischen Fortschritt, haben wir immer wieder erlebt, kann man zwischenzeitlich aussetzen, kann was anderes kommen. Es können hochentwickelte Gesellschaften im Chaos versinken. Aber der technische Fortschritt ist der einzige, der immer weitergeht. Und er ist im Augenblick der, der alle anderen gesellschaftlichen Entwicklungen nach sich zieht. Und die Digitalisierung ist ein ganz, ganz gewaltiger Fortschritt. Das ist nicht irgendwas, was jetzt dazukommt, sondern das ist in ihren Auswirkungen, kann man sie nur vergleichen mit der ersten industriellen Revolution. Also die Zeit, als in England im 18. Jahrhundert die Dampfmaschine erfunden wurde und die moderne Industriegesellschaft
entstand. Mhm. Und ich meine, die industrielle Revolution hat alles verändert. Vorher waren all diese Länder Agrarstaaten. Ja, fast jeder war Bauer oder kleiner Handwerker. Auf einmal entstehen Industriearbeiter, riesige Städte, Metropolen entstehen. Und die Gesellschaft ist überhaupt nicht vorbereitet. Ja, sie ist nicht vorbereitet, es gibt keine Krankenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung, keine Schulbildung für die Kinder und, und. Also eine gewaltige Überforderung, all diese lichtlosen Berliner Hinterhöfe, in denen die Arbeiter gelebt haben, 12 Mann in einer Wohnung, eine Latrine für alle irgendwo im Hinterhof und so weiter. Langfristig hat diese industrielle Revolution diesen beispiellosen Wohlstand in der westlichen Welt geschaffen. Und ohne diesen Wohlstand hätten sich die Freiheitsrechte, die wir heute haben, auch nie durchgesetzt. Also kann man sagen, langfristig eine Erfolgsgeschichte. Heißt das, um ganz kurzer Einschub sozusagen, heißt das, dass Globalisierung für Sie kein Schimpfwort ist, wie es auch mittlerweile häufig benutzt wird oder konnotiert ist zumindest? Globalisierung ist kein Schimpfwort, weil Globalisierung bringt natürlich auch viel Gutes mit sich. Was das Problem ist, ist, wir folgen einer ökonomischen Vernunft. Ja, also Effizienzdenken. Wir machen alles effizienter, wollen größere Gewinne machen und so weiter. Das ist ja das, was vielen Leuten Angst macht. Das macht Leuten auch dass zu Recht Angst, wenn diese ökonomische Vernunft das Einzige ist, was wir noch haben. Denn diese ökonomische Vernunft ist völlig blind. Die ist nicht strategisch. Die geht von Tag zu Tag und überlegt sich, ja, wie wenn man vor seinen Aktionären steht, wie können wir dieses Modell noch effektiver machen, wie können wir da was rausholen, wie können wir damit mehr verdienen. Diese ökonomische Vernunft ist nur vernünftig im Hinblick auf Effizienzdenken. Sie ist aber nicht vernünftig im Hinblick auf die Frage, wie wollen wir leben? Wie wird die gesellschaftliche Entwicklung sein? In was für Zuständen werden unsere Enkel die Welt einmal vorfinden? Zum Beispiel die ganze Umweltzerstörung. Mhm. Ja, ist etwas, das kommt in der ökonomischen Vernunft nicht vor. Nicht vor. Sehen wir, leben wir gerade in Amerika wieder. Wo also wir müssen große Fortschritte lernen, sowas zu betreiben wie politische Ökonomie. Und also wir müssen sozusagen von der Politik aus fragen, wie wollen wir leben? Wir wollen die Menschen fragen, wir müssen es politisch umsetzen. Und wir dürfen nicht nur fragen, wie werden wir leben? Sondern wir müssen wieder lernen zu fragen, wie wollen wir leben? Deutschland muss nicht nur dafür sorgen, dass es zukunftstauglich ist, sondern auch enkeltauglich. Wir dürfen kein Land hinterlassen, wo in 50 Jahren keiner mehr leben kann oder will. Und es ist auch interessant, wie Sie das machen. Deswegen hat mich das damals so gepackt an dem Text, den ich von Ihnen gelesen habe. Sie nehmen ja sozusagen die Vergangenheit und haben auch gerade angefangen bei der ersten industriellen Revolution. Wenn wir jetzt sprechen von der industriellen Revolution 4.0, dann nehmen Sie das, um sozusagen zu lernen, für das, was in Zukunft, und die Zukunft ist eigentlich schon direkt vor unserer Tür, was auf uns zukommt. Ja, also was auf uns zukommen wird, ist, dass ganz, ganz viele Arbeit, vor allen Dingen in Dienstleistungsberufen, die bislang von Menschen gemacht wurde, in 20 Jahren von Robotern und von Computern gemacht wird. Diese Entwicklung ist im Gange, aber sie hat gerade erst ganz zart angefangen. Und was erleben wir im Augenblick in der Politik? Die Leute sagen, wir haben die geringste Arbeitslosigkeit seit langer Zeit. Ja? Es geht uns wirtschaftlich gut. Rente mit 63. Rente mit 63. Und wenn jetzt Martin Schulz kommt als neuer Hoffnungsträger, dann guckt er erstmal wieder zurück und überlegt sich, was können wir an der Agenda 2010 noch irgendwie anders machen. Wo ist eigentlich die Antwort auf die Frage, was machen wir, wenn in 20 Jahren, das sagt die Oxford-Studie über die Zukunft der Arbeit, das sagen auch viele andere Studien, in 20 Jahren für die Hälfte der Menschen in Deutschland keine Arbeit mehr da sein wird? Es werden neue Jobs entstehen, das ist schon klar. Aber, lassen Sie aber relativ wenige und sehr hochspezialisierte. Das heißt also, ganz normale Jobs werden in erster Linie erstmal wegfallen. So, und da wird es jetzt unglaublich spannend, weil man ja denken würde, na gut, das sind dann so einfache Arbeiten. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass du irgendwann Taxifahrer nicht mehr brauchst, weil es autonomes Fahren gibt, was ein Riesenthema ist. Das wird schon relativ bald so sein. Ja. Wird relativ bald so sein. Das heißt, das ist noch ein relativ einfacher Job, der da wegfährt. Also, sie werden ungefähr die Hälfte aller Juristen nicht mehr brauchen. Aber lass uns noch mal kurz beim Auto bleiben. Was bedeutet das denn für die Autoindustrie? Sie sagen, wenn autonomes Fahren kommt, wenn also deine Karre nicht mehr 90% ihrer Zeit einfach auf einem Parkplatz rumsteht, wahlweise vor deinem Haus oder vor deiner Arbeitsstelle, dann hat das Auswirkungen auf die Autoindustrie. Welche? Naja, also die Autoindustrie lebt davon, dass sie eine hochdiversifizierte Palette an Autos produziert, von dem ein erheblicher Teil davon irgendeine Rolle für Identität und Status spielt. So. Das werden Sie in Zukunft nicht mehr brauchen, weil Sie mit diesem Auto in der Stadt sowieso nicht mehr fahren dürfen. Das selbstfahrende Auto kaufen Sie nicht. Das selbstfahrende Auto ist aus Carbon oder aus Zellstoff, sieht nicht besonders hübsch aus. Ja. Sie haben eine Flatrate auf Ihrem Handy, zahlen, weiß ich nicht, 150 Euro. Ja, und dann haben Sie im Umkreis von 100 Kilometern, können Sie mit dem Teil hinfahren, wo Sie wollen. Und das steht 3 Minuten später in der Stadt vor Ihrer Haustür. Das heißt, dieses Auto bewegt sich die ganze Zeit. Das kaufen Sie also nicht mehr. Das heißt also, diese Ineffizienz, dass die ganze Nacht das Auto vor der Tür steht und am Arbeitsplatz wieder die ganze Zeit, brauchen Sie nicht mehr. Kurz gesagt,
Sie brauchen keine parkenden Autos mehr. Sie brauchen vielleicht noch, es ist schwer, die genaue Zahl zu sagen, ein Fünftel, vielleicht ein Sechstel der Autos, die man bisher braucht. Und die Autos sind jetzt nicht mehr mit einem Schnickschnack ausgerüstet, wofür die Leute unverhältnismäßig viel Geld ausgeben. Das ist völlig klar, was das bedeutet. Diese Karosserie wird von Samsung gebaut, ja, oder sie wird von Google gebaut oder von irgendjemand anders. BMW oder Daimler stellen vielleicht noch ein paar Teile davon her. Vielleicht ein paar Teile der Karosserie, ein paar Teile in der Logistik, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden diese Firmen nicht mehr das sein, was sie heute sind. Ich wollte gerade sagen, das bedeutet doch, wenn du das konsequent zu Ende denkst, das Ende der deutschen Autoindustrie, ja, wie wir sie jetzt kennen. Wie wir sie kannten. Und das bedeutet, in der deutschen Automobilindustrie gibt es ungefähr 800.000 Beschäftigte. Wenn Sie die Automobilzulieferindustrie in Deutschland, Österreich dazunehmen, wenn Sie alles dazunehmen, kommen Sie auf 2 Millionen Arbeitsplätze. Von den 2 Millionen Arbeitsplätzen wird nicht mal 10% übrig bleiben. Und die Automobilindustrie ist ein Beispiel unter vielen. Ich könnte jetzt Stück für Stück durch die Branchen gehen. Banken, Versicherungen, viele Juristen. Juristerei haben Sie gerade angesprochen. Ja, es gibt ein hochintelligentes System von IBM namens Watson. Ja, da haben Sie, wenn Sie, sagen wir mal, im Wirtschaftsrecht eine Expertise haben wollen, dann sprechen Sie das. Ja, also früher haben Sie es eingegeben, jetzt können Sie es reinsprechen und dann kriegen Sie eine Minute später die Expertise ausgedrückt. Das heißt, Sie haben ein juristisches Problem, Sie haben einen Rechtsfall zu klären. Und der rechnet sozusagen Ihnen sozusagen optimal sozusagen ein Gutachten aus oder eventuell sogar Ihre erdenkbare Strategie, die Sie jetzt im Prozess oder so brauchen. Das heißt, da wo Sie früher zum Anwalt gegangen wären. Also wie ein Schachcomputer kann der dasselbe, genau. Wo Sie vorher zum Anwalt gegangen sind. Aber Richter dürfte es noch geben. Richter wird es noch geben und Scheidungsauseinandersetzung gibt es auch noch. Geben, ja, klar. Ja, aber das ist mehr als die Hälfte aller Juristen. Ja. Mehr als die Hälfte? Mehr als die Hälfte aller Juristen werden irgendwann im Laufe der nächsten 20 Jahre ihre Jobs verlieren. So. Jetzt das meinte ich vorhin mit auch wirklich hochqualifizierten Jobs. Hochqualifizierte Jobs. Das ist etwas, was Menschen natürlich Angst macht. Was mit Ärzten zum Beispiel? Ja, bei Ärzten ist es zumindest so, also es werden vielleicht nicht weniger werden, aber der Job wird sich ändern. Heißt? Also, der Hausarzt, der kann ja nichts, ja, was ihre Apple-Uhr in 5 Jahren nicht besser kann. Ja, es ist ja völlig klar. Ich meine, ich gehe zum Arzt und dann habe ich so einen roten Ausschlag oder so. Und dann kann ich ja auch nur, das Erste, was ich mache, ist sowieso schon googeln. Ja, und der kann auch nicht viel mehr. Der hat vielleicht ein bisschen Erfahrung oder auch nicht. Aber im Grunde genommen kann der nichts, was Sie sich nicht entweder selber ergoogeln könnten, ja, oder was man nicht längst besser messen kann. Ich meine, in Zukunft können Sie so kluge Armbänder hier haben, damit sind Sie am Krankenhaus angeschlossen. Und so wie irgendwas in Ihrem Körper nicht in Ordnung ist, dann funkt da irgendwas Alarm. Das ist jetzt keine Science Fiction, das geht jetzt schon. Das geht teilweise jetzt schon, gibt natürlich auch große Vorbehalte. Aber das heißt natürlich nicht, dass der Hausarzt ausstirbt, weil die Leute gehen ja nicht zum Arzt, weil sie krank sind, sondern ganz viele Leute gehen zum Arzt, weil sie endlich mal jemanden haben wollen, der gezwungen ist, ihnen zuzuhören, der sich für sie interessiert und so eine Art Life-Scout. Ja, also quasi so ein Health-Berater oder so. Den brauchen Sie auch in Zukunft. Aber das bedeutet, dass der Hausarzt das auch sein muss. Also der muss Psychologe und Physiologe in einer Person sein. Und der muss vor allem wieder Hausarzt sein. Also das heißt, der kommt zu Ihnen nach Hause. Ja, wenn Sie normalerweise in die Arztpraxis gehen und Sie sagen, Sie haben Depressionen, dann steht der Arzt, der Sie nicht kennt, relativ hilflos vor Ihnen. Wenn er aber bei Ihnen zu Hause ist, Ihre Teppiche und Ihre Tapeten sieht, dann sagt er, da würde ich auch Depressionen kriegen. Okay. Also es geht darum, um jemanden zu finden, der sich wieder um einen kümmert. Mhm. Das ist ein Zukunftsprofil. Deswegen werden in der Medizin die Jobs nicht weniger, aber sie werden andere Jobs zum Teil. Mhm. Also der Chirurg bleibt der gleiche. Wobei auch das wird ja teilweise auch Entfernungen sogar gemacht und so weiter. Ja, aber es wird immer noch unglaubliche Dinge. Spezialistenberufe in der Medizin wird es auch in Zukunft weiterhin geben. Und die spannende gesellschaftliche Frage, was Ihnen genauso wichtig ist wie mir, ist, wie muss eigentlich eine Gesellschaft aussehen, in der für die Hälfte der Menschen kein Job mehr da ist? Das ist sozusagen, damit würde ich jetzt gern in Wahlkampf gehen. Mhm. Ja, weil die Folge wird natürlich sein, wir können nicht mehr primär Arbeit besteuern. So, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, wir müssen jetzt die Roboter und die Maschinen besteuern. Ja, Bill Gates hat das gerade wieder gesagt. Das ist ein völlig romantischer Gedanke, der ist schon über 200 Jahre alt, der funktioniert nicht. Denn es ist ja gerade der Sinn der Digitalisierung, dass ich jemanden einstelle, nämlich einen Roboter, der keine Lohnnebenkosten hat, der kein Urlaubsgeld hat, der nicht krank wird und so weiter und so weiter. Und die Produktivität dieses Roboters, die will ich ja gerade abschöpfen. Also ich will sozusagen den enormen wirtschaftlichen Zugewinn, den ich habe, den muss ich jetzt anders in die Gesellschaft verteilen. Und da gibt es auf der einen Ebene als einzige Lösung ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und dieses Grundeinkommen wird ja mittlerweile nicht nur von Menschen, die die Welt verbessern wollen, eingefordert. Von Leuten, die sagen, wenn der Mensch nichts zu tun hat, wird er kreativ. Das stimmt manchmal. Ne? Ich wollte grad sagen. Manche Leute werden auch destruktiv, wenn sie nichts zu tun haben. Mhm. Aber das ist gar nicht mehr die Frage.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, es ist ein ganz einfacher Grund, warum wir ein Grundeinkommen brauchen. Wenn die Leute kein Grundeinkommen mehr haben und Millionen von Leuten verlieren ihren Job, dann kriegen wir hier bürgerkriegsähnliche Zustände. Es ist ja schon erstaunlich, dass in den heutigen Zeiten die Menschen so aggressiv und so gereizt reagieren. Wie aggressiv und gereizt werden die überhaupt erst reagieren, wenn jetzt die große Arbeitslosigkeit losgeht? Das ist doch klar, diese Entwicklung, die Sie da gerade beschreiben, die führt doch rein, wenn man nicht aufpasst, wirklich tief rein und gerade rein in eine tiefe, tiefe Spaltung von Gesellschaft. Da wird es die geben, die Arbeit haben, die hochqualifiziert sind, die sehr viel Geld verdienen werden. Genau. Es wird auch nur noch ein paar wenige Firmen letzten Endes geben, die riesige Megakonzerne sind. Jedenfalls, wenn wir nichts tun. Also wenn wir einfach gucken, wie es weitergeht. So, die sozusagen sehen, in der Automobilindustrie bleibt am Ende fast keiner mehr über. Das geht langsam in einen Weltkonzern über, in der chemischen Industrie. Die ganzen digitalen Supermächte sind auch nur 3 oder 4. Also wir haben keine Märkte mehr, wir haben nur noch Monopole. Mhm. Wir werden nur eine kleine Kaste von Leuten haben, die Fantastilliarden verdienen. Banken zum Beispiel. Jemand wie Herr Reuter, darf ich jetzt mal vielleicht laut sagen, Sie können mich gerne korrigieren, war jemand, der als Vorstandsvorsitzender von Daimler unter 1 Million D-Mark Jahresgehalt gekriegt hat. Haben wir uns mal hier drüber unterhalten in der Sendung, Und er sagte damals, ich fühlte mich gut bezahlt. Er war einer der besten Manager. Ja. Er war einer der Besten und der Wichtigsten. Und er war nicht jemand, der gesagt hat, wenn ich nicht noch einen Bonus von 5 Millionen kriege, fühle ich mich nicht motiviert. Ja? Also zum Thema moralische Grundeinstellung. Und über solche moralischen Grundeinstellungen der Gesellschaft müssen wir jetzt unter den sich verändernden Bedingungen neu nachdenken. Das heißt also, wir müssen in die Politik gehen und müssen überlegen, wie finanzieren wir das Grundeinkommen. Wir müssen uns überlegen, wie verändern wir das Bildungssystem, dass die Leute nicht darauf konditioniert werden, alles, was sie tun, für eine Belohnung zu tun. Denn es ist ja so, wir kriegen die Noten in der Schule und lernen für die Note als Belohnung. Genau. Und sonst tun wir nichts. Und später arbeiten wir für Geld. Und wenn wir kein Geld kriegen, tun wir nichts. Genau. Wir brauchen aber eine Gesellschaft, wo ganz viele Leute zumindest phasenweise in ihrem Leben nicht für Geld arbeiten werden, aber trotzdem genug Pläne für den Tag brauchen. Wir müssen verhindern, dass die Gesellschaft entsteht, von der Sie gerade gesprochen haben. Ja. Die eine Hälfte hat Jobs, schickt ihre Kinder auf Privatschulen, vererbt diese Jobs quasi. Und die andere Hälfte wird alimentiert und wird mit einer immer aufgeblaseneren Unterhaltungsindustrie abgespeist. Sondern wir brauchen eine Gesellschaft, wo im Grunde genommen der ständige Wechsel möglich ist, auch realistisch ist, über Bildungsvoraussetzungen realistisch ist. Das sind die Themen, die ich mir im Wahlkampf 2017 wünsche. Mir persönlich ist die Partei völlig egal. Mir geht es einzig und allein darum, dass wir nicht wieder einen Wahlkampf führen wie vor 4 Jahren über die Ausländermaut, sondern dass wir einen Wahlkampf über das führen, was jetzt das absolut um das Getriebe unseres Landes geht. Und das sind Veränderungen, die größer sein werden als die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten erlebt haben. Danke Ihnen sehr herzlich. Das bedeutet auch für uns, dass wir nicht jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treiben, sondern versuchen müssen, das große Ganze im Blick zu halten. Danke Ihnen sehr herzlich, Ihnen beiden, Herrn Reuter und Richard David Brecht. Ja, weil wir gerade von Jobs sprechen und einer Arbeitswelt, die sich ganz dramatisch verändert, ist es eigentlich sicher, wenn Frau Baumann sagt, ich habe vor, demnächst zum Mond zu fliegen oder zumindest zur Raumfahrtstation? Einigermaßen sicher, Ob das sicher ist? Ob das klappt? Ja. Nein, nicht, ob das sicher ist. Als Job meine ich jetzt. Hat das Zukunft? Ich glaube nicht, dass das ausnahmslos Roboter machen werden, weil es wird ja immer Menschen geben, die tatsächlich die Welt vom Himmel aus sehen wollen. Und das aus der Perspektive eines Roboters allein zu sehen, das geht ja jetzt schon, scheint uns ja nicht zu reichen. Also. Es geht ja auch um die Vision. Sie haben ja gerade die Visionen angesprochen, dass die wichtig sind. Und da wollen wir hin, dass wir noch Träume haben und positive Innovationen vertreten. Also, Frau Baumann, Sie atmen jetzt einmal tief durch. Sie sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, sind eine von 3 Frauen in Deutschland, die überhaupt den Eurofighter fliegen. Und Sie haben uns ein paar Bilder mitgebracht. Wir schauen einfach mal rein. Beschreiben Sie uns einmal, was das für ein Gefühl ist, wenn man am, wie nennt man das, am Startknüppel eines solchen Flugzeuges? Am Steuerknüppel. Im Moment bin ich noch in der Startvorbereitung. Ja. Ich darf meine Gehhose anziehen. Die unterliegen sehr hohen Beschleunigungskräften, die uns in den Sitz pressen und im schlimmsten Fall das Blut aus dem Kopf drücken würden. Das heißt, wäre sehr ungünstig. Sie könnten ohnmächtig werden. Ja. Und die ganze Ausrüstung, die ich da trage, trägt stark dazu bei, dass das nicht passiert. Das macht das Fliegen sehr viel einfacher. Wir haben dann auch eine Überlebensweste an. In der ist eine Schwimmweste mit drin. In dem Helm ist Funk und Sauerstoff. Ja. Also einmal dadurch, dass der Druck in meiner Kabine in größeren Höhen nicht so hoch ist, brauche ich Sauerstoff. Aber auch, um bei 9G noch atmen zu können, wird da Luft in die Lunge gepumpt. Ja. Bei all dem, was Sie jetzt beschrieben haben, würde ich schon erst gar nicht einsteigen. Aber Sie machen jetzt zu, wie ich gerade sehe. Und dann geht's los. Ja? So, und dann beschreiben Sie einmal dieses Gefühl. 74.000 PS.
die wir da starten dürfen. Ja, hier jetzt mit Nachbrenner, das ist einfach gigantisch. Man wird wirklich in den Sitz gedrückt und man hat das ja auch selber unter Kontrolle. Deswegen macht das auch deutlich mehr Spaß als in der Achterbahn. Ja. Und wir können mit Nachbrenner senkrecht in den Himmel. So, das machen Sie da quasi, ne? Sie fliegen praktisch senkrecht nach oben, ja? In diesem Fall fast senkrecht, aber wir können senkrecht in den Himmel, ja. Warum? Weil das Spaß macht. Ach so, okay. So, was sehen wir da? Wir können auch in der Luft tanken. Wir haben hier eine Tankstelle, ein Tankflugzeug der Luftwaffe, das uns ermöglicht, viel flexibler und größere Reichweiten mit dem Eurofighter zu erreichen. Wahnsinn. Warum will man als Frau, das ist jetzt wieder so eine blöde Macho-Frage, ne? Ja, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. So kurz ich als Individuum wollte ich das. Hier. Ja, genau. Ja, warum wollten Sie das? So muss ich fragen. Warum wollten Sie Weil das? Weil ich das immer faszinierend fand. Da war ein bisschen Abenteuerlust natürlich mit dabei. Und Sie kommen aus so einer flugbegeisterten Familie, ne? Ich komme aus einer flugbegeisterten Familie. Deswegen hat sich die Ausprägung irgendwie so ergeben. Aber vor allem aus einer Familie von relativ selbstbewussten Menschen. Man sagt, naja, ich probiere das mal. Die haben mit Sicherheit nicht auf mich gewartet. Ihre Großmutter hatte einen Segelflugschein. Richtig. Meine Großmutter hat schon in den 40er Jahren mitten im Krieg auf der Wasserkuppe einen Segelflugschein gemacht. War da sehr hart im Nehmen. Sie sagt, ja, wenn Bomberverbände aus England gekommen sind, mussten wir landen. Aber ansonsten war alles super. Dann sind die bei Bombenalarm kurz runter und dann wieder weiterfliegen, ja? Ja, also so berichtet sie das zumindest. Und ihre Mutter? Meine Mutter ist sechsfache Weltmeisterin im Drachenfliegen, hatte selber früher eine Ultraleichtflugschule und diese Dinge. Deswegen war ich damit relativ früh konfrontiert, dass das Spaß macht und eine interessante Aufgabe ist. Also ich sag mal, Segelflugzeug, Drachenfliegen, Gleitschirmfliegen, das haben wir vielleicht auch alle schon mal so ein bisschen mitgemacht. Das kann man sich ja alles noch vorstellen. Aber ich hatte mal das sehr zweifelhafte Vergnügen, bei so einem Kunstflieger, Matthias Dolderer, den Sie möglicherweise kennen, mal mitzufliegen. Ja. Und ich habe mich nur deswegen nicht übergeben während dieses Flugs, weil der Druck so groß war, dass einfach alles im Magen blieb, automatisch. Es konnte gar nicht raus. Aber als wir dann ausstiegen, war es vorbei. Also warum wollten Sie das und was haben Ihre Eltern dazu gesagt? Ich fand es schon allein faszinierend oder sehr praktisch, in der 13. Klasse 3 Wochen schulfrei zu bekommen für die Auswahl. Das ist ein Argument. Ja. Das war ein richtiges Argument. Ja. Und ich habe gedacht, naja, ich werde vielleicht Physikerin oder Diplomatin, aber um das mal gemacht zu haben, mache ich diese Tests. Ich habe nicht damit gerechnet, durchzukommen und bin da ganz entspannt deswegen hingegangen. Und es hat irgendwie nie einer zu mir gesagt, Und Sie wollten ja eigentlich zur Lufthansa, ne? Ich wollte ursprünglich mit 12, 14, 16 zur Lufthansa. Die Lufthansa hat eine Größenbeschränkung von 1,65 Meter. Ich bin 9,60 Meter. Also habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Die Bundeswehr entdeckt und gesagt, die haben eh die viel schöneren Flugzeuge. Und es hat für mich auch, und das war mir schon auch immer wichtig, gesellschaftlich viel mehr Sinn gemacht. Das ist jetzt eben so, ja, wieso macht das beim Militär gesellschaftlich viel mehr Sinn? Wir haben ja schon heute viel diskutiert über Freiheit und Demokratie. Und die meisten von uns wachen jeden Tag auf und halten das für sehr selbstverständlich. Ich bin auch dankbar, dass ich in Freiheit und Demokratie mit sehr, sehr großer persönlicher Freiheit aufwachsen durfte und leben darf. Und irgendwer muss sie am Ende des Tages schon auch verteidigen, wenn es drauf ankommt. Da haben Sie recht. Ist Ihnen das eigentlich klar? Ich meine, was das in letzter Konsequenz heißt, wenn Sie das so sagen? Wie oft fliegen Sie mit Bomben drunter? Wir fliegen direkt mit Bomben drunter sehr wenig. Das würden wir nur machen, wenn wir es wirklich üben, was wir oft auch ohne, also die eigentliche Bombe tun können. Oder ohne scharfe Waffen dran, das ist ganz selten. Mhm. Aber natürlich ist mir das bewusst, das wäre auch schlecht, wenn es nicht so wäre. Aber eben, weil ich so dankbar bin, in so viel Freiheit in einer Demokratie aufwachsen zu dürfen, wäre ich in letzter Konsequenz auch dazu bereit, mit meinem Leben dafür einzustehen, dass es allen anderen in Deutschland auch so geht. Ich meine, Sie müssten auf den Knopf drücken und wissen, gleich kommt der Einschlag, der weiße Blitz, das, was man aus Bildern, zum Beispiel auch aus Afghanistan oder dem Irak kennt. Und dann ist das, was da unten eben noch war, pulverisiert. Im Zweifel auch Menschen. Ja, das sind natürlich zwei verschiedene Themen. Das eine ist, irgendwo ein Ziel zu bekämpfen. Das ist für mich immer so, dass wir eine Parlamentsarmee sind. Die Bundeswehr wird vom Bundestag beauftragt, der vom deutschen Wähler den Auftrag bekommt. Es ging ja auch gerade um die Bundestagswahl, in der jeder Deutsche seine Stimme abgeben darf und auch sollte. Und ich dem deutschen Wähler und
all meinen Mitbürgern insoweit vertraue, dass wir dann eine Bundesregierung haben, die uns mit Bedacht einsetzt. Mhm. Die Fotos, die wir hier jetzt gerade sehen, sind das Fotos von Übungseinsätzen? Wenn man dann so wirklich, sie kommen sich ja da wahnsinnig nahe, das ist gefährlich. Ne? Wir haben hier noch mal andere Bilder in bewegt auch. Schauen Sie mal her. Wie behält man denn da den Überblick? Naja, das ist natürlich schon jahrelanges Training. Wir fangen auf kleinen Flugzeugen an, bis es immer schneller und größer wird. Und faszinierenderweise ist es, je näher man dran ist, eigentlich desto ungefährlicher. Weil die Geschwindigkeit relativ zueinander ist sehr gering. Das heißt, der fährt mit 2000 km/h und Sie fliegen mit 2001 und dann... Genau, dann ist es relativ einfach zu überblicken mit genug Übung und Koordination. Ja, so sieht das aus, was wir da tagtäglich machen. Das ist ein guter Job. Das heißt, das geht wirklich auf Auge, weil das kann man da gar nicht mehr groß abstimmen irgendwie. Das geht nur auf Auge, selbstverständlich. Mit Rückspiegel, ja? Sie haben da einen Rückspiegel, sehe ich. Ich habe da, also der Anführer der Formation, der hat die Rückspiegel, damit kann er die anderen sehen, die hinter ihm fliegen, gucken nach vorne raus. Wir haben aber Abstände zum Teil bis 10, 15 Kilometer, die wir nebeneinander fliegen, für taktische Einsätze. Ja. Da wird es deutlich spannender, wenn man sich da verschätzt, weil da die Relativgeschwindigkeit 2000 km/h mal zu 4000 km/h Annäherungsgeschwindigkeit werden könnte. Ja. Deswegen müssen wir das so viel trainieren. Wie oft fliegen Sie in der Woche? Das ist Tiefflug, was wir hier gerade sehen, ne? Das ist in der Ausbildung in den USA. In Texas machen wir das, damit das deutsche Volk in Ruhe schlafen kann. Also das heißt, den Texanern rauben Sie den Schlaf, aber die Deutschen können in Ruhe weiter schlafen. Die Amerikaner sind da deutlich toleranter, weil die auch etwas... Na gut, in Texas ist ja auch keiner da, ne? Nö, da ist keiner. Wo wohnt ja in bestimmten Gegenden wohnt ja kaum einer, oder? Das ist wahrscheinlich der Grund, ne? Das ist da der Hintergrund. Ja, Deutschland ist viel dichter bewohnt, deswegen machen wir das hier nur sehr mit Bedacht. Ja. Stimmt es, dass Sie bei Ihrer Einstellung gefragt wurden, ernsthaft, ob Sie rückwärts einparken können? Ja, ob der Kamerad das ernst gemeint hat, das weiß ich nicht. War auch kein Pilot, aber es war das erste Mal, dass ich mit so... die relativ abfälligen Bemerkungen über Frauen konfrontiert wurde. Mir war dieses Thema, also bis ich 19 war, bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht präsent. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Man bewirbt sich um einen Beruf als Pilotin und wird dann gefragt, ob man rückwärts einparken kann. Das ist nicht schlecht. Das war mir so, er hatte gemeint, also alle Frauen, die jetzt anwesend sind, die gern Pilotin werden möchten, wenn die nicht rückwärts einparken können, könnten ja gleich wieder gehen. Löst bei mir praktischerweise immer sehr viel Widerstand aus. Mhm. Immer nach dem Motto, jetzt erst recht. Ja, das verstehe. Ja, und doch auch die Frage, seit wann parkt man einen Eurofighter rückwärts ein? Ja, er war auch kein Pilot. Also ein Pilot würde auf die Frage nicht kommen. Ja, verstehe. So, und jetzt wollen Sie ins All. Und da gibt es ein ganz hartes Auswahlverfahren. Wie viele Frauen sind das insgesamt, die sich darum bewerben? Es hatten sich ursprünglich 490 beworben in Deutschland. Was ich schon sehr schön finde, dass wir so viele Frauen haben, die so qualifiziert sind und das gerne machen möchten und sich zutrauen. Ja, absolut. Ich glaube, da gäbe es auch noch viel, viel mehr. Ich glaube ja eh, dass Frauen viel härter im Leben sind als Männer. Wir sind ja immer Zum so ein bisschen... Großteil. Ja, wir sehen jetzt hier, das sind die letzten 6 Finalistinnen. Das sind die letzten 6 hier, ja? Genau, also es wurde von 490 in mehreren Auswahlschritten auf 6 zusammengeschrumpft. Und am 19. April ist in Berlin die Endauswahl. Sollen dann 2 Frauen ausgewählt werden, die in das Training gehen und wirklich zu Astronautinnen ausgebildet werden, von denen dann eine zunächst mal ins All fliegen darf, hoffentlich. Das ist ein Wahnsinnsrisiko, ne? Auf wie vielen Litern Treibstoff sitzen Sie da, wenn diese Rakete hochgehen sollte? Dann immer? Hunderttausenden, aber das ist ja gerade das Schöne. Ja. Ja, das ist ja schon der Sinn der Sache. Also ohne genug Treibstoff wäre schlecht. Okay, und dann sehe ich mal, das kann ja auch schief gehen, ne? Ja, wobei ich denke, witzigerweise, dass die Raumfahrt sicherer ist als die Militärluftfahrt. Also für mich wäre es wahrscheinlich ein Wechsel zu einem etwas sicheren Job. Es ist ein bisschen eine philosophische Frage, wie man sein Leben gestalten möchte. Ob das Risiko, das man eingeht, einem selber als Nutzen reicht. Und für mich ist so, ja, da ist ein Risiko dabei. Aber Qualität zählt im Leben doch mehr als Quantität. Und ich lebe lieber 40 Jahre aufregend, als 80 Jahre meine Küchenwand anzustarren. Da sind Sie im besten Einklang mit Rousseau, der mal gesagt hat, nicht die Menschen haben am längsten gelebt, die am ältesten werden, sondern die, die am meisten gefühlt haben. Ja. Das ist schön. Das ist schön. Ja, das Leben ist Erinnerung. Danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Frau Baumann. So. Und mit einem haben wir heute uns noch gar nicht unterhalten. Ein Mann, ich habe es vorhin schon gesagt, wirklich einer meiner absoluten Lieblingsautoren oder Schriftsteller, wenn es ums Reisen geht. Niemand schreibt so schön übers Reisen, wie Andreas Altmann das macht. Und ich würde Sie gerne, Herr Altmann, gleich zu Beginn fragen, wie sehr würde es Sie einen ewig Reisenden reizen, mal ins All zu fahren, zu reisen, zu fliegen? Überhaupt nicht, weil ich Höhenangst habe. Und hat wenn Sie ich auch?
Das ist kein Problem, man kann ja nicht runterfallen. Na, wenn ich in einem Hochhaus bin und ich gehe zum Balkon, dann gehe ich ganz langsam hin an die Wand, weil ich so eine, weil es mich runterzieht. Also es ist ganz tiefe Ängste. Niemals. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich auf der Erde bin. Ja. Bei mir ist es die Enge. Ich könnte da nie in dieser engen Raumkapsel da drin sitzen. Ich müsste wissen, dass da notfalls ein Fenster aufgeht. Ja, ich würde da nicht rausspringen, aber die machen es ja trotzdem für mich nicht auf. Das ist das Problem. Herr Altmann, Sie haben über 100 Länder bereist, sind sozusagen ein Berufsreisender. Wo waren Sie zuletzt? Wo kommen Sie gerade her? Vor ein paar Tagen war ich noch in Sarajevo. Sarajevo ist vielleicht die Stadt, Sie erinnern sich, jetzt die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Und vor 20 Jahren war ja dieser Bürgerkrieg. Und ich fühle mich immer hingezogen zu Ländern und Städten, die, wo großes Leid stattfand. Und ich tue das aus grundsätzlicher Neugier natürlich, aber auch, weil ich wissen will, wie Leute mit Leid umgehen. Also damit ich was von ihnen lerne. Für sich, für ihr eigenes Leben? Ja, aber wenn ich reise, lerne ich immer drei Dinge. Ich lerne was über die Welt, ich lerne was über die Weltbewohner und natürlich lerne ich etwas über mich. Jeder Mensch ist ja mein Niveau. Und ganz egal was, irgendwas hat er, was wir gemeinsam, viele Dinge. Und indem ich ihn sehe, sehe ich ein bisschen mich. Also ich sehe diese drei Dinge, die Welt, die Weltbewohner. Und mich. Eine Begegnung mit sich selbst sozusagen auch. Das würde ich unter auch so anderem bestätigen. Ja. Sie haben ein tolles neues Buch vorgelegt, haben schon 20 Bücher gemacht. Über eines müssen wir gleich noch im Anschluss sprechen. Und zwar ein Buch, in dem es unter anderem um Australien geht. Und da gibt es die Geschichte, und die würde ich gerne einmal von Ihnen hören, eines Aboriginals, den Sie dort getroffen haben. Und dieser Mann sitzt auf einem ganz besonderen Stück Land, auf einem ganz besonderen Grundstück. Was ist das für ein Grundstück? Also, Sie meinen das Buch Gebrauchsanweisung für das Leben. Genau. Ich habe dort in der Zeitung, ich habe ein Buch gemacht über Australien vor 10 Jahren und lese eine Zeitung von diesem Aborigine, Jeffrey Lee, im Kakadu National Park, das ist da oben im Norden, links von Darwin. Und lese ich, dass dort, also Areva ist eine ganz große Gangsterfirma, eine französische, die dazu beiträgt, die Welt in den Abgrund zu fahren. Sie suchen nach Uranium. Man sieht Bilder, Greenpeace hat Bilder. Die suchen in Niger, Rohstoffe, ne? Wo riesige Krater sind, wo das ganze Atomzeug hineinkommt, wo man sich wenig um die Folgen darum kümmert. Und dort, also ein bisschen ausholen für die Aborigines, die sind ja, wenn Sie so wollen, die Urbewohner, ja, von Australien. Und Gott sei Dank wurde durchgesetzt, gesetzlich, wenn der Mensch beweisen kann, dass er und sein Stamm, sein, ja, dort schon länger lebt, dann gehört ihm das Land. Und dann kann kommen, was will. Er ist der Letzte vom Chok-Clan, sie nennen sich offiziell Clan, der letzte Überlebende, und Areva hat dort 15.000 Tonnen Uranium auf seinem Land entdeckt und will die haben. Aber er ist der Besitzer, ist der letzte von seinem Stamm. Und dieser Mann sind umgerechnet 5 Milliarden Euro, wollen sie ihm zahlen. Und er gehört zu den drei Menschen auf dieser Welt, die zu 5 Milliarden Nein sagen. Nein, ich verkaufe ihn. Man trifft nicht mehr viele solcher Menschen, aber man trifft solche Menschen. Und ihre Geschichten leben ja von vor allen Dingen, und deswegen mag ich ihre Bücher so gerne, die leben von ganz genauer Beobachtung, und dann beschreiben sie kleine, feine Details. Dann gibt es eine ganz kurze Geschichte in diesem Buch, ich glaube nur eine Seite oder anderthalb Seiten lang, die spielt in einer U-Bahn in Boston, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, man sieht einen Mann, die U-Bahn ist vom Flughafen in die Stadt hinein, und man sieht einen Mann, wie man heute nicht mehr sieht, der hatte noch ein Einbeiniger, und das fehlende Bein war, also der Oberschenkel war in seinem, wie sagt man, Hosenbein abgebunden. Heute haben ja die Leute eine Prothese. Ja? Und dieser Mann versucht in dieser U-Bahn, ich habe es ziemlich genau gesehen, weil ich so schräg gegenüber saß, versucht mit seinen beiden Krücken, was man auch kann sehen, aufzustehen. Es ist schwierig, er kennt Platz. Alle sitzen, nur ein Mensch, wir kommen auch auf den Mensch zurück, steht. Und er versucht, es ist glitschig, es ist Winter. Und irgendwann hält er sich dann, kommt er nach oben, packt diese Stange, der eine, wo die Leute dann sich anhalten, normalerweise die stehen. Und dann steht er und dann sagt er zu der Frau, der Einzige, die da steht, die gewiss nicht älter war, aber vielleicht so 60,
als er. Und dann sagt er zu ihr, please have a seat, bitte setzen Sie sich. Und sie, ihre Herzensbildung war so stark, dass sie das nicht jetzt mit dem unsäglichen Hinweis, aber sie, ich bitte Sie, Sie brauchen es doch viel wichtiger. Nein, sie sagt, it's so kind of you, das ist so freundlich von Ihnen, und setz dich. Und wir alle waren ein bisschen beschämt, weil wir hätten ja auch aufstehen können, und er hat es gemacht. Und das berührt dann. Wir alle lernen ja von so einem Menschen, so könnte man auch mit anderen umgehen. Ein Gentleman, der aufsteht, wenn eine Dame da ist und ihr den Platz anbietet. Das ist ganz grandios, wie Sie das beschreiben. Erinnert mich so ein bisschen an die Anfänge in Ihrem Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, wo Sie auch so eine schöne Szene schildern, wie Sie als junger Mann irgendwo am Strand in Kreta, glaube ich, rumliegen und so über das Leben nachdenken. Ganz anderer Zusammenhang, aber ähnlich poetisch und schön beschrieben. Ich habe von Herrn Brecht einen Artikel gelesen, wo er gegen diese Angstmacherei, gerade nach Köln und so weiter, gegen die Migranten einschreitet und sagt, wir sind nicht existenziell bedroht, wir könnten ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen Wärme zeigen für Leute, die in größter Not sind. Da kommt diese Geschichte vor, das ist eine in Stuttgart, in diesem Bus, und dieser Busfahrer, ich fahre da von A nach B, banale Fahrt, und merkt, dass dieser Busfahrer ganz freundlich ist, der begrüßt viele Leute mit dem Namen, also seine Stammkunden, und man sieht auch 6 Leute drin, eindeutig an dem sie aussehen, dass sie Flüchtlinge, Migranten, was immer sie sind. Und dann steigen neu wieder ein halbes Dutzend ein. Und er begrüßt sie alle in seinem Schwäbisch-Englisch. Und eine Frau kommt, vielleicht 30, und er fragt sie, eine Ausländerin eindeutig zu sehen, wo denn ihr Sohn sei. Also anscheinend ist sie, und dann sagt sie zu ihm, also auf Englisch fragt er sie, und dann sagt sie, ach, er ist beim Arzt. Und sie geht zurück und ich folge ihm und sie fängt an zu weinen, heimlich, gell, so versteckt. Und dann denke ich mir, das will ich jetzt wissen. Und dann steigt sie aus, ich folge ihr und dann frage ich sie. Und dann sagt sie, sie hat geweint, weil sie so berührt war von diesem Mann, diesem einfachen Mann, der nach ihr fragt. Sie kommt aus Aleppo. Und dann sagt sie am Schluss, es wäre doch schön, wenn es auf dieser Welt mehr solche Busfahrermenschen gäbe, als ihn. Und er, dieser Mann, ist auch wieder jemand, von dem ich was lernen kann. So kann man auch mit der Welt umgehen, anstatt dass man missmutig, grantig, despektierlich auf Leute sieht, die ein bisschen anders aussehen als wir. Ja, überhaupt so diese... Ja, wenn man morgens manchmal so die Leute... Wenn man morgens manchmal so die Leute in Bus und Bahn so sieht, alle mit diesen ganz langen Gesichtern, ich denke manchmal, das kommt vom U-Bahn-Fahren. Vielleicht macht das einfach schlechte Laune. Möglicherweise ist das so. In der Metro in Paris, genau. In der Metro, ich weiß, das ist weltweit, kann man sich das so anschauen. Herr Altmann, noch eine Geschichte. Sie waren unter anderem in einem Sterbekloster in Thailand. Genau. Was ist das für eine Einrichtung und was haben Sie dort gelernt? Also, das ist ein sogenanntes, in Anführungszeichen, AIDS-Kloster. Das ist ganz kurz die Geschichte. Ein Mönch, dem es sehr schlecht ging, hatte einen Unfall. Er war ein Halodri-Säufer, betrunken, einen Unfall gemacht. Er lag lange im Krankenhaus. Er hat beschlossen, ein Thailänder, so geht es nicht weiter, mein Leben, ich mache was. Er findet ein heruntergekommenes Kloster, baut das auf. Und es war die Zeit, wo es noch keine Tree-Therapie gab und so weiter, wo die Leute garantiert in Mitte der 90er gestorben sind, sobald sie HIV hatten. Und er sagt, okay, ich kann Sie nicht retten, aber ich kann Ihnen einen Ort geben, wo Sie dann in Würde mit sauberen Windeln, wo Sie gewaschen werden, wo Sie Schmerztabletten bekommen und so weiter. Das kann ich aufbauen. Und davon habe ich gehört, irgendwo gelesen in der Zeitung, dachte ich, da fahre ich hin. Und dann kann man als Ausländer, ja, das kann jeder, also Windeln, man braucht einen Tag, um sich dann zu gewöhnen, ja, also Windeln zu wechseln, diese Leute, die ja bis zu 30 Kilo abmagern, die ja solche Oberarme haben, zu waschen, sie unter die Dusche zu bringen, mit ihnen aufs Klo zu gehen, weil man muss sie festhalten, sonst fallen sie in die Kloschüssel hinein und so weiter. Jetzt rede ich so, als würde ich mich moralisch herausputzen wollen. Nein, ich bin ja Reporter. Ich bekomme ja was von diesen Leuten. Die Leute zeigen mir auch, ich sehe die Leute sterben. Man sieht, jeder sieht von seinem Bett aus, die Särge draußen. Jeden Tag sterben Leute, die werden dann verbrannt und so weiter. Und dann merke ich, erstens erzählen sie mir Geschichten, warum viele waren im Puff, waren zu besoffen, um an ein Kondom
Andere haben natürlich geschossen, Heroin. Und es ist ja nicht wie in Deutschland, wo man in die Apotheke geht und umsonst Nadeln bekommt und so. Es ist ein bisschen anders. Und so. Mhm. Auch die Fürsorge, die Krankenversicherung und so weiter. Und diese Leute dort haben eben dort versucht, die Mönche dort, auch Mönche waren dort, die infiziert waren. Und die Begegnung mit dem Tod. Jeder, den ich beim Sterben zusehe, von dem lerne ich ja wieder selber was. Ich muss ja auch mal weggehen. Ja? Ja, was lernen Sie von dem? Loslassen. Ich muss, er geht mir ja nur voraus. Ja? Aber ich sehe auch sein Leid. Ein junger Kerl, bildhübscher Kerl, 20 Jahre, Motorradfreak. Der wollte auch nichts wissen von der Wiedergeburt. Der wollte leben, der wollte noch 50 Jahre da sein. Und er sah, vielleicht kennen Sie das, diese Bilder von Menschen, die denken, das sind wahnsinnig schöne Gesichter, wenn sie so sterben, wenn sie so klar werden, ganz große Augen und so. Und dann sieht man das, wie dieser Mensch am Leben hängt und wie er das bereut, was er gemacht hat, wo er natürlich dafür kann, ein junger Kerl hat. Das ist ja gar keine Frage von Moral. Der Junge stirbt jetzt und ich erinnere mich, ich musste einen Abschied nehmen nach ein paar Wochen. Und dann dachte ich, okay, ich sage ihm jetzt, er hat mir seine Geschichten erzählt. Er hat dann immer mal ein bisschen Muskelfleisch angefasst. Gell? Das fand er wahnsinnig aufregend, dass man noch so Muskeln haben kann, weil er gar nichts mehr hatte. Und dann habe ich wie ein Tränensack ununterbrochen geheult, weil mich das natürlich dieser Mensch, dieser junge Mensch, der jetzt sein Leben vertan hat, aus einer Blödheit heraus und so weiter, sterben muss. Und ich darf leben. So unverdient wie sein Tod, so unverdient ist natürlich mein Leben. Und das hat mich schon sehr bewegt beim Zuschauen. Ich sehe es im Medium, ich sehe es im Fernsehen, aber wenn du dann neben einem sitzt, wenn du weißt, er wird in einer Woche sterben, dann geht das ganz anders ran an dich, als wenn du es nur so erfährst in der Zeit. Mhm. Wo geht die nächste Reise hin, Herr Altmann? Nach Mexiko. Für Mexiko und Mittelamerika, also Mexiko unterhalb von Amerika. Und dann geht ja dieser Verbindungsstrich, Verbindungsländer oben an, gefangen bei Guatemala, bis runter zu Panama. Das führt ja dann zu Südamerika. Ja, ich habe in Mexiko gelebt, ein bisschen in Mexico City. Aber Mexiko ist jetzt nicht nur Les Carteles, also die Drogenkartelle. Ja. Sondern Mexiko ist ein wunderschönes Land, absolut. Ein anstrengendes Land mit gigantischen Problemen, wo wir in Deutschland gar keine Ahnung haben und so. Und ich denke immer, als weißer Mensch, der nun mal in einem Land geboren wurde, das ja stinkt vor Geld und Erfolg und Macht, ist das schon etwas befremdlich. Das franzt mich dann schon an, weil ja Glück ja auch eine Frage von Geografie ist. Ja. Absolut. Zufällig halt da. Großen Bingo des Lebens musst du Glück haben. Ja, und diese absolut. Leute... eben einfach, das ist gar keine Willensfrage, keine Chance haben, weil sie in einer Umgebung mit Eltern leben, die nichts haben. Und deswegen entwickelt sich so eine Art Dankbarkeit auch. Mhm. Einfach, dass ich das Glück hatte. Sie sind unheimlich lebensklug, was Sie da erzählen, aber auch, was Sie dann schreiben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, Herr Altmann, wenn wir uns sehr bald wiedersehen. Dann würde ich nämlich gerne mal mit Ihnen über Ihr eigenes Leben sprechen. Sie haben dazu vor 6 Jahren, glaube ich, einen grandiosen Bestseller geschrieben, Das Scheißleben meines Vaters, Das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. Das war damals ein absoluter Knaller, eine Abrechnung auch mit Ihrem Aufwachsen, Ihrer Jugend in Altötting, in diesem tiefkatholischen Altötting. Aber es wäre völlig vertan, wenn wir da jetzt einfach mal so kurz drüber weggehen. Vielleicht nehmen wir uns die Zeit und besprechen das mal in einem richtigen Rahmen, in aller Ruhe. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute unser Gast waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Reise nach Mittelamerika. Tolles Buch. Ich bedanke mich genauso herzlich bei den anderen Gästen dieser Sendung, nämlich bei Nicola Baumann, die heute sehr gut die Bundeswehr hier repräsentiert hat und die hoffentlich eine der ersten Frauen im All wird, eine der ersten Deutschen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Richard David Precht, der uns einen kleinen Aufblick auf das gegeben hat, was auf uns zukommt. Und das ist nicht nur schlimm, sondern wird auch große Chancen. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Edward Reuter. Vielen Dank, Herr Reuter, dass wir uns hier speziell zu dieser schwierigen Thematik noch mal so sprechen durften, und Sie Ihre Geschichte erzählt haben über Ihre Jugend in der Türkei. Jetzt die Kollegin von Heute Plus. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank in Ihrem Studio und auch einen schönen Abend in Ihrem Zuhause. Ja, willkommen. Vielen Dank.
Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr, sehr herzlich einen Mann begrüßen, der, und das darf ich an dieser Stelle mal ausnahmsweise verraten, vor wenigen Wochen so alt geworden ist wie Juppie Heesters, als er in die Pubertät kam, nämlich 89, wozu wir sehr, sehr herzlich gratulieren. Der Hinweis auf das Alter kommt nicht von ungefähr. Dieser Mann überblickt einen enormen Zeitraum, und zwar mit hochaktuellem Bezug ins Hier und Heute, wie Sie gleich hören werden. 1928 geboren, hat er miterlebt, wie die Nazis seinen Vater wegen dessen sozialdemokratischer Überzeugung ins KZ steckten, was dazu führte, dass die Familie 35 vor den Nazis nach Ankara floh. Das hat mich, sagt er, sehr geprägt. Ich bin unter Türken aufgewachsen und ich habe mich in der Türkei das erste Mal so richtig verliebt. Nach der Rückkehr wurde sein Vater dann Bürgermeister von Berlin, der legendäre Ernst Reuter. Er schaffte es bis in die Top-Loge der deutschen Wirtschaft als Chef von Daimler. Die Türkei bezeichnet er bis heute als seine zweite Heimat. Und die Frage ist, was denkt er heute über diese Heimat? Herzlich willkommen, Edzard Reuter. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, unruhige Zeiten. Unruhige Zeiten und nirgendwo Halt. Und da ist es gut, ihn heute hier bei uns zu haben. Ein Mann, der der Politik hier bei uns in der Sendung schon mehrmals Angststillstand vorgeworfen hat. Und der sagt, ich habe die Visionslosigkeit von Angela Merkel immer als großes Problem gesehen. Sie ist die erste Kanzlerin, die nur Kanzlerin ist, um es zu sein. Was er damit meint, wurde mir klar, als ich vor kurzem über einen Text gestolpert bin, in dem er ein Bild von der Zukunft Deutschlands malt. Es ist unglaublich packend und faszinierend, wie er das tut. Und Sie werden gleich merken, das geht uns alle ganz konkret an. Aber ich muss auch zugeben, es ist irritierend und vielleicht sogar verstörend. Denn wir stehen, so sagte er, vor einem radikalen Umbau unserer Gesellschaft. Die Uni Oxford sagt, jeden zweiten Job wird es so in den nächsten 20, 25 Jahren nicht mehr geben. Er sagt, das stimmt. Das ist aber auch eine Riesenchance. Herzlich willkommen, Richard David Precht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Spannend. Ja, neues radikales Denken, das bringt uns direkt zu dieser Frau. Einer Frau, die, wenn alles gut läuft, schon sehr bald in die Zukunft reisen wird. Sie will nämlich die erste deutsche Frau im All werden. Und sie ist eine von nur drei Frauen, die einen Kampfjet, nämlich den Eurofighter, fliegt. Dieses Arbeitsgerät hat 74.000 PS. Manchmal fliegt sie mit diesem Wahnsinnsvogel von Köln nach München in nur 20 Minuten, für uns alle noch Zukunftsmusik. Um dann wieder nach Hause nach Köln zu kommen, fährt sie dann mit der Deutschen Bahn. Das ist dann zurück in die Zukunft, dauert nämlich 7 Stunden. Wenn ich ins All fliegen sollte und etwas schief geht, hat sie mal gesagt, dann bitte erst auf dem Rückweg. Ich will das da oben wenigstens einmal gesehen haben. Kleiner Hinweis am Rande, diese Frau, die unbedingt ins All geschossen werden möchte, hat Höhenangst und steht nicht gerne auf Leitern. Herzlich willkommen, Nicola Baumann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, und apropos Weltall, dieser Mann war tatsächlich selbst mal dabei bei einem Raketenstart in Florida. Und er beschreibt das in seinem letzten Buch so gut, wie nur er das kann. Er ist kein Journalist, er ist kein Reporter. Für mich ist er ein Reiseschriftsteller, der an einer Stelle über das Leben schreibt, Leben soll wie eine Droge sein. Aber bei vielen hört sie irgendwann mal auf zu wirken. Und dann erdrosseln sie eine Sehnsucht nach der anderen. Dass er selber so hungrig wurde nach diesem Leben, hat damit zu tun, dass sein eigenes so katastrophal begann. Er hat darüber vor Jahren einen grandiosen Bestseller geschrieben, in dem er sein Aufwachsen in Altötting beschreibt. Mit einer Mutter, die nur von einer Hebamme daran gehindert wurde, ihn kurz nach der Geburt zu ersticken. Und mit einem Vater, der ihn halb tot geprügelt hat. Damals hat er, der Meister der Worte, gelernt, dass Worte im Leben nicht zählen, sondern nur Taten. Und er zitiert dazu Gerd Müller, den großen Fußballer, mit einem wunderbaren Satz, der da lautet: Alles, was man im Leben sagt, ist scheißegal. Ich finde, das ist eine wunderbare Arbeitsgrundlage für eine Talkshow. Herzlich willkommen, Andreas Altmann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Also, lass uns direkt rein. Es gibt viel zu besprechen. Herzlich willkommen nochmal Ihnen, Herr Reuter. Mit welchen Gedanken, Herr Reuter, schauen Sie gerade auf die Entwicklung in der Türkei und auch auf dieses jetzt schwierige Verhältnis plötzlich Deutschland-Türkei?
Oh Gott, ich habe tatsächlich gedacht, ich gehe in eine angenehme Talkshow heute Abend. Und jetzt soll ich zu diesem schlimmen Thema etwas sagen. Denn wer kann heute daran vorbeischauen, dass in der Türkei sich eine Entwicklung abspielt, die nicht nur für in der Türkei und für die türkischen Menschen selber, sondern für uns alle außerordentlich besorgniserregend, sorgenvoll ist. Denn es ist eine Entwicklung, die natürlich auch in die europäische Zukunft mitten hereinspielt. Mhm. Und das kann man einfach nicht an sich vorbeigehen lassen. Selbst wenn man, was man auch nicht darf, die Erscheinungsformen, die wir heute bei uns im Hinterhof oder im Vorderhof unseres eigenen Landes erleben, die roten Fahnen, die gewinkt werden, die jubelnd Beifall klatschen, selbst wenn es darum geht, die Todesstrafe wieder einzuführen. Das sind natürlich alles Entwicklungen. Sie meinen, wenn türkische Politiker in Deutschland von Deutsch-Türkisch sprechen, das ist ja der Fall. Genau das haben ja schon welche ganz offen und direkt gesagt. Eine besorgniserregende Geschichte. Aber viel schlimmer, und Sie haben zu Recht gesagt, die Türkei ist meine zweite Heimat. Noch viel stärker geht es mir nahe, was in der Türkei selber mit den Menschen geschieht. Denn das ist ein Land, das sich seit 1923, seit die Revolution von Kemal Atatürk angefangen hat, eigentlich auf den Weg nach Westen gemacht hat, auf den Weg zu westlichen Werten gemacht hat. Das ist bei weitem nicht eine perfekte Demokratie geworden, aber man hat sich auf den Weg dorthin gemacht. Und all das mit dem Fortschritt von Bildung, die sich verbreitet hat, mit dem Fortschritt von Wohlstand, der sich übrigens auch unter der derzeitigen Regierung verbreitet hat. Mhm. All das wird jetzt in Frage gestellt, dass sich plötzlich ein Land aussondern will aus der Entwicklung zu Freiheit, zu Menschenwürde, zu Menschenrechten, zu Unabhängigkeit der Justiz, zu Pressefreiheit und all dem. Und das all den Dingen, die uns wichtig sind und wichtig sein sollten. Was ist denn Ihre Erklärung dafür? Wie konnte das passieren?